Der Angriff auf YouTuber hat begonnen. YouTuber, digitale Welt, digitale Bürger, hat nichts mit real zu tun. Aber wir werden mit hineingezogen. 1979 wurde gegen das Korrupte, ob Lobby, Konzerne, Politiker, die Idee geboren, eine elektronische Welt, die so schnell ist, um diesen Kreis zu binden. Aber dieser Kreis hat sich im Jahre 2002 doch gebildet. Und die elektronische Welt ist ja noch viel zu jung, um dagegen anzugehen. Der Krieg gegen YouTube. YouTuber werden genommen, werden benutzt, in der realen Welt, in dem korrupten Kreis mitzumachen. YouTube war klein, alles war klein, 1990, 95, und es hat tierisch viel Spaß gemacht. Wir alten 50er, 60 Jahre oder Kinder der 50, 60er Jahre und vor allen Dingen die 68er Bewegung. Ey Leute, werdet mal wieder wach. Nehmt das Teil da mal in die Hand, diese Elektronik, die ihr verteufelt. Die Jugend spielt damit und hat keine Ahnung. Die Jugend hat keine Ahnung, was sie da hat. Smartphone spielen und Apps und all so ein Scheiß. Wir sind doch die Übeltäter. Wir haben die Dinger doch gebaut. Wir haben doch die Elektronik doch zusammengesetzt mit Fischerbaukästen. Mit Fischerbaukästen haben wir doch Radios, Computer und das Ganze gebaut. Wir haben uns doch ausgedacht, wir haben uns zusammengesetzt. Wir haben mit Akustikkopplern, haben wir uns beim Telefonieren, die Jugend weiß ja gar nicht, was das ist, ein Akustikkoppler, einmal da rein, das Gepiepe, rein, raus, Mickey Maus, 1979, BTX, ja, und dann ging das flott, 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 dann kam IBM. Und an dem Tag, wo C64 für 800 Mark, das kleine Teil, für 1250 komplett mit grünem Bildschirm und gelber, bip, 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 ne? Ja, und was haben wir heute? Heute haben wir Superkisten. So klein und in Wirklichkeit dasselbe. Gut, keiner arbeitet mehr mit C, C++, Pascal und was weiß ich. Ah, wo wir beim Thema sind, Griechenland. Wo wir beim Thema sind, dass YouTuber benutzt werden, um in der realen Welt, in dem ersten Kreis, richtig, zwei Kreise. Europa seit 2002 hat zwei Kreise. Zwei Kreise. Der erste Kreis sind 18, ja, um andere zu knechten. Ja, ist kein Scherz. Herr der Ringe, ja, ist Europa. Also jeder Europäer kriegt irgendwann mal so einen Ring, damit jeder weiß, wo er hingehört. In den ersten Kreis oder im zweiten Kreis. Das ist kein Scheiß, das ist wahr. YouTuber, seitdem die große Macht YouTube gekauft. YouTube war eine kleine Maus, ja. War kaum angesagt. MyVideo und Dailymotion und Kiwego, Münchvideo und so weiter, die waren viel früher. Mahlzeit, grüß euch. Also, die Revolution der 50- und 60-Jährigen. Die 50- und 60-Jährigen sollten noch langsamer anfangen, sich hinzusetzen und darüber zu philosophieren und nicht einfach zu sagen, das Internet gehört der Jugend. Die Jugend, die mit 12 ihren Idolen zuschreit. Ja, toll. Ja, die Idole von YouTube. Ja, die YouTuber, ja, die gerade mal kurz, was weiß ich, von der Schule gesprungen und dann die Welt irgendwie uns erklären wollen. Uns, die 50, 60 sind, werden beschimpft. Wir wären alt da oben. Tut mir leid, natürlich sind wir alt da oben. Wir wissen aber, was los ist. Wir wissen auch, was los war vor 1945, wussten wir. Wir wissen auch die Wahrheit. Wir wissen auch, wie alles funktioniert. Vor 45 und vor allen Dingen nach 49. Wir haben das Original noch in der Hand von 1949, das Grundgesetz. Die Jugend hat irgend so ein komisches Teil da, wird immer dünner. Der Jugend wird einem erzählt durch YouTuber, durch Sachen, die man überhaupt nicht als unterhaltungswert bezeichnen kann. Wir haben auch nicht uns alle gemocht, aber wir waren eine Familie. Wir waren von 0 bis 00 waren wir zusammen. Und wir haben uns Fernsehen angesehen. Es gab nur 1, 2 und 3. Bei vielen noch in Schwarz-Weiß, obwohl Farbe schon da war. So, wir wollen mal etwas klarstellen. Wir hatten nicht viel. Aber mit dem nicht viel haben wir verdammt viel erreicht. Wir haben sehr wenig gehabt. Unsere Kinder, also wir auch als Kinder,
Ja? Wir Kinder haben draußen rumgespielt. Wir hatten Knickerbocker an, wir hatten Lederhose an, wir haben geschabbelt, wir haben geknickert, wir haben Seilchen-Twist gemacht. Wir waren irgendwie zusammen, wir waren Banden, wir waren gebunden, wir haben auch noch, ne, und so weiter und so fort. So, und plötzlich kam eine neue Struktur ab 1979. Und dann kam er, der Computer, und dann kam genau das. Zwei Spalten. Mir doch scheißegal, hab keinen Bock. Und die 50, 60-Jährigen, die damals gesagt haben, ich hab keinen Bock, hängen heute im Jahre 2015 vor dieser komischen Mauer. Tja, ihr merkt schon, meiner einer war schon mit der Elektronik verbunden. Ich komme aus dem Hause der Elektronik. Ich fließe schneller, wie ich laufen kann. Weil meine Synapsen gebildet wurden aus elektronischen Daten, die auf einen zukamen, indem Menschen um einen herum saßen. Lass uns an Fischerbaukästen etwas gestalten. Fischerbaukästen. Wie das große Projekt entstand, Krieg der Sterne, Star Wars, war unser einer schon über 20 und hatte die erste Firma im Genick. Ja, hat sie dann 1979 gegründet. So, 1979, das war so eine Umkehrphase. Da kam so alles, so diese Elektronik. Ja, weil wir hatten den Schock überwunden, den Schock der 60er Jahre, wo wir beinahe den Dritten Weltkrieg vor der Nase gehabt hätten. Ja, wir hätten ihn schon gehabt, also es hätte schon richtig gerumst. Wir müssen einfach nur alles reduzieren auf, wie war es denn wirklich? Und wie war es denn wirklich? Es war ein kleiner Baustein, der mit anderen Bausteinen mehr wurde. Ja, am Anfang hat man eine Spule gewickelt, angeschlossen und plötzlich hörte man etwas. Und dann hat man eine nächste Spule gewickelt und man konnte durch eine Induktion miteinander kommunizieren. Zwar nicht weit, aber es ging. Die ersten Internetverbindungen, auch über WTX und auch durch die erste Box, die die Firma Konrad Elektronik für 198 D-Mark auf den Markt geworfen, konnte man 256 Kilobit senden. Was hat man gemacht? Okay, wir haben Schach gespielt. Aber ihr merkt, wir haben uns immer beschäftigt. Wir haben Schach gespielt. Wir haben Strategien etc. pp. Wir haben uns unterhalten. Wir haben uns getroffen. Wir haben uns getroffen, ja, in kulturellen Städten, genannt Kneipe. Die ist heute auch nicht mehr. Also was gibt es denn heute noch? Heute gibt es doch im Jahre 2015, in der sogenannten europäischen Krise, die gar keine ist, aber egal, erkläre ich gleich. In diesem angeblichen Ring Europa, zwei Ringe haben wir, aber in dem Ring von Europa, diese 18 Einheiten, die 100% alle anderen knebeln wollen, sie wollen die Kohle aller anderen und an denen saugen und so weiter. Wir wurden 1979 belächelt, 1995 angegriffen. Wir hatten Rob Hubbard, wir hatten C64, wir hatten BTM, wir hatten Amiga 1000, 1040 Atari, wir hatten Akustikkoppler, wir hatten Datasette. Also wir hatten ein Spielzeug, mit dem wir wirklich was erreicht haben. Ja, mit diesem Zeug haben wir es erreicht. Gut, heute habt ihr, okay, komm, ich weiß, bin ja da oben alt. Ne? Bin ja 50, 60 Jahre alt, versteht ihr? Ich bin ja ein alter Knacker, ich bin ja voll Idiot. Bin ja so doof, weil ich ja 1945 kenne. Ja, und vor allen Dingen 1949. Und ich bin auch so doof, weil man mir die Originalbücher zum Lesen gegeben hat. Vor allen Dingen die davor, ja, 19. Jahrhundert. Eines ist doch klar. Der alte Fritz wollte eine Elite, die waren 2 Meter groß, nannte man die langen Kerle. Die nächste Elite sollte 1933 erzogen werden, ne? NAPO-Schüler etc. pp. So, und jetzt, meine lieben Freunde, in diesem Europa, in diesem 18er Ring, da werden die Akademiker geschmiedet. Seid mir nicht böse, ihr lieben Akademiker, aber ihr wart schon damals verflucht. Ne? Insterburg und Co. hat zu meiner Zeit schon gesungen. Ah, ich habe Abitur, ich habe studiert, ich nagel meine Tapete quer an die Wand und so weiter. Insterburg und Co. Einer davon, Karl Dall, ist ja noch übrig geblieben. Fragt ihn mal, den Herrn Karl Dall. Ja, ich weiß, ich habe einen Knall. Bin ja auch ein YouTuber. Aber ich habe die Schnauze voll. Ich beginne die Revolution der 50-60-Jährigen. Ich versuche, die 50-60-Jährigen, die genauso auf meiner Stufe zu Hause waren, die in meiner Stube waren, geistig, die geistige Stufe waren, die halt in meinem Ring waren, die Ahnung hatten, die in ihrem Keller, in ihrer Garage
die Elektronik zusammengebaut, mit denen man über Quarkophon, ja, Stratophon, ihr wisst schon, was ich meine, ja, C64 angeschlossen an der Bräke, ja, ich spreche jetzt einfach mal die alte Sprache, an der Stabo-Antenne auf dem Dach und dann die Trägerwelle gesetzt und dann wurde kommuniziert. Ja, diese Bagage, sagte sich dann irgendwann, leck mich am Arsch, was meine Kinder machen, ist mir doch egal. Und genau das ist der Knackpunkt. Mir ist es nicht egal, was meine Bagage da macht. Ist mir nicht egal, total nicht egal. Ja, wie gesagt, meine lieben Freunde, der Angriff auf YouTube ist gestartet. Und es wird Zeit, dass die 50- und 60-Jährigen wach werden und den Ring anfangen zu drehen. Nicht den zweiten, den ersten. Denkt dran, lest das Buch von 1949, das Original Grundrecht, ausgehändigt an unsere Eltern. Lest es mal durch. Und dann bitte von 1900, diese 45 Jahre, 1900 bis 1945, lest das mal, schaut euch das mal an, wer da verfolgt wurde, wer wo rausgeflogen war. Ja? Und irgendwann kam der Knaller, ist richtig. Der kam sogar zweimal. Ja, und jetzt wird alles vertuscht. Und jetzt wird die digitale Welt nach vorne gebracht. Du bist ein digitaler Bürger, mein lieber Freund, ein digitaler Bürger, den ich dem Strom klaue. Was ist er dann? Nix. Also, real ist wichtig. Real ist wichtig. Die Kunden gucken schon durch die Wand, weil die nicht wissen, mit wem ich hier quatsch. Ich quatsch mit euch. Mit euch quatsch ich. Und dann wissen die nicht. Weil hier ist real. Und das da ist unreal. Das ist mein Avatar, der spricht mit euch. Die junge Frau guckt gerade. Weil sie, wie gesagt, nicht wissen, mit wem ich spreche. Ja, so ist das nun mal. Imaginäre Welt, reale Welt. Ja, so sieht's aus. Nur in der realen Welt kann ich bestehen. In dir da auf keinen Fall. Und wer meint, er ist bei YouTube ein Star, sollte sich mal fragen, wer seine Produktion bezahlt. Ja? Alle Stars bei YouTube, also richtige Stars bei YouTube, werden bezahlt und gehören einer Gruppe an. Und das solltet ihr alle Zuschauer mal nicht vergessen. Nur die wirklich freien YouTuber, die wirklich frei alles machen und keinen im Nacken haben, der da bestimmt, ein sogenanntes Script Entertainment, und der auch Spezialkameras zur Verfügung stellt, Licht und Schatten und Script, die abgelesen, die so dermaßen zusammengeschnitten. Ja? Auch Alex ist groß geworden durch Oma, die verstorben. Ja, wir sind schon lange YouTuber, wir sind schon lange Internetbürger. Seit 1979, mehr möchte ich nicht gesagt haben. Und jetzt wird es Zeit, den Krieg der Alten, der Jugend zu helfen. Ja, wir alten Säcke, wir alten 50er, 60er müssen anfangen loszulegen. Morgen, Grüße.